und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Unplugged Stadtland Nerd. Da seid ihr. Oh nein, das habe ich richtig geil abgemoved. Ja, hat nicht funktioniert. Schade, warte nochmal. Regie, jetzt nochmal. Ah, jetzt, pass auf. Bereit? Nochmal. Alles für den Cuts gewesen. Ja. Wir spielen jetzt. Wir sind jetzt echt nochmal. Ja. Ja. Hallo, herzlich willkommen. Wir spielen jetzt Stadtland Nerd. Wir sind bei Unplugged. Du kannst sie hintereinander schneiden. Und ich war's. Ja. Okay. Ja, also. Schön. Ich glaube, das Prinzip ist klar. Jeder wird eine Kategorie, die Community wird eine Kategorie. Es gibt Punkte und manchmal mehr, manchmal weniger. Ja, das funktioniert genau. Bestimmt am Schluss nur als mit Nerd. Genau. Pfiffig. Ne? Meine Kategorie ist fiktive Orte. Also Stadt oder das Welt ist smart. Oder so. Das ist gut, ne? Das ist, cool. Das ist echt gut. Das ist echt gut, Marci. Aber wahrscheinlich wieder unter Druck nicht so gut. Okay, Stefan, deine Kategorie? Ich habe noch nicht so wirklich. Ich hatte erst überlegt. Das ist ein ziemlich krummer Strich, den du da malst. Ja, ich bin nicht so gut in Freihand. In Freihandstrichen. Ja, bin nicht so der Freihandstricher. Ich hatte erst überlegt, Fußballvereine zu nehmen, aber das wäre, glaube ich, für euch ein bisschen fies. Oh, du kannst machen, was du willst. Wie wäre es mit Bösewichte? Aus Bösewichte? Müssen das richtig böse Bösewichte sein oder sind das sowas, Deadpool ist ja irgendwo ich auch finde, ein Gesicht? Nein, also ich finde schon Bösewichte, die dir gefährlich werden können in Videospielen. Aber auch so Goombas würde ich, glaube ich, auch zählen lassen. Also einfach so Leute, die dir Schaden machen können. Gegner. Also Gegner. Gegner in Videospielen, aber auch halt so namenhafte. Weißt du, was ich meine? Ja, Gegner aus Videospielen. Also ja. Nicht sowas wie Ork oder so. Ist theoretisch auch ein Gegner. Na gut, dann nehme ich halt Fußballvereine. Doch. Ja, aber wenn Ork nicht zählt, dann dürfte ja theoretisch dann auch Goomba nicht zählen, weil das ja auch die Rasse ist, oder nicht? Das ist ja kein Name. Von mir aus kann Ork zählen. Wer okay, ist ein Gegner? Das aber ist es wieder weit gefächert jetzt, ne? Hm. Wollen wir nur Bösewichte mit Namen nehmen? Dass man Bowser hat, dass man... Ja, okay, Namen. Okay. Namen. Namenhafte Bösewichte. Genau. Namen. Ziemlich namhaft. Namenhafte... Oh, Bösewicht hatten wir schon mal, aber ich denke, das ist okay. Bösewichte, ja, ich war fiktive ja fiktive Orte da. Hatten wir auch schon mal. Das wird heute das Recycle. Okay, dann nehme ich halt die Fußballvereine. Aber aus Videospielen die Bösewichte nur, ne? Ja, ja, ja. Fußballvereine? Oh nein. Oh nein! Damit habe ich früher immer in Stadtland Fluss ganz gut aufräumen können, weil ich halt die ganzen Städte Sport? die ganzen Städte mir für den Fußballverein hergeleitet habe. Ah ja, genau. Okay, jetzt die vierte Kategorie von den Zuschauern. Wir hatten eben ein paar Vorschläge, die Regie wählt da mal jetzt ein bisschen aus. Wir hatten eben zum Beispiel Pizzasorten, fand ich sehr cool. Marvel-Charaktere wurden gerade vorgeschlagen. Nicht so gut. 90er-Cartoon-Serien ist sehr cool. Musical, wat? Was? Musical, da könnte ich sogar vielleicht. No, Alter. Heftig no. Asterix-Charaktere gibt's doch Musicals. Nur drei. Sorry. Machst einfach immer ein X. Einmal Timeout für Luke Fair. Kinderserien. Wie wär's mit Kinderserien? Kinderserien ist cool. Ja. Kinderzeichentrickserien. Also zeitlich unbegrenzt, ne? Also sowas da würden ja auch Animes dazuziehen, ne? Nee, Zeichentrick ist was anderes als Anime. Nein. Doch. Nee, warum? Zeichentrick ist für mich jetzt sowas wie... Tom und Jerry zum Beispiel. Und ja. Das wäre ja kein Anime. Ja, aber ich meine, das ist ja nur dann der Zeichenstil. Ich meine, es gibt ja Animes, die nicht wirklich für Kinder sind. Ja, aber es gibt ja zum Ja, Beispiel. Ja, es gibt auch welche, die für Kinder sind. Also wenn die dann für Kinder sind, dann zählen die von mir aus auch. Ja. Okay. Also sie müssen halt schon für Kinder sein. Also gezeichnete Filme, die für Kinder sind. Kinderserien. Serien, die für Kinder sind. Serien. Serien. Also... Ja, wollen wir das nehmen oder was anderes? Pornodarstellerin? Oh, das ist das ist eine Dir-Kategorie. Gemalte Filme. Berühmte Anime? Ach, Anime kenne ich mir überhaupt nicht aus, Alter. Ich auch nicht so. Ich kann diese typischen... TV-Sender ist auch lustig. Ich finde Kinderserien nicht schlecht. TV-Sender ist auch lustig. Kinderserien? Ja. Genau. Kinderzeichentrickserien. Kinderzeichentrickserien. Guck mal, da kann man doch was machen. Wahrscheinlich fällt mir... Wir haben gleich wieder den Denkblock. Der Denkblock. Niemand wird das einfallen. Immer diese Blöcke. Niemand jemals. Der Denkblock aus Minecraft. Okay, soll ich starten? Ja, du startest. C. Stopp. Hey, warte, das zählt ja noch nicht. Er hat mit C angefangen. Muss er mit A anfangen. Das ist Stefan. Ja, du spielst es immer zu Hause. Warum kannst du die Regeln nicht, Stefan? Wir haben das geübt. Ich dachte, du wolltest... Nirgends kann man mit dir. Wir haben das besprochen, dass du das kannst. Ich dachte, du wolltest mal was anderes probieren. D. D? Ja. Mm.
Stopp. Was? Ah, Name, aber. Oh, ja, gut. Hm, ja, gut. Hm. Ja, gut, dann lies halt vor. Das war geil drauf und ich nicht so. Lies halt vor jetzt. Okay, ich starte. fiktive Orte, meine lieben Leute, werten Damen und Herren. Übrigens, ihr könnt zu Hause mitspielen, das macht sehr viel Spaß, solltet ihr da ausprobieren. Fiktiver Ort mit D ist für mich Dantooine. Was vielleicht schön wäre, ihr könnt ja mal euren Punktestand am Ende reinschreiben. Ja, unbedingt, schreibt euren Punktestand am Ende. Wenn wir mit der Runde fertig sind, dann können wir vergleichen, wer krasser ist. Dantooine. Wer ist denn Dantooine? Dantooine ist ein Planet aus dem Star Wars. Jetzt hast du doch die Star Wars Planeten drin. Ja, aber es ist ja ein fiktiver Ort. Ja. Ist ein fiktiver Ort. Oder ja, ein okay. Fiktiver Moment, warte, ich wollte dir noch was zeigen. Das ist hier in der Schublade. Ja, du holst eben Mittelfinger. Ha! Ich hab den kommen sehen. Ich hol wieder zurück. Ich hab den kommen sehen. Okay, du? Ich hab bei fiktiver Orten nichts. Ich hab Dunland. Aus Herr der Ringe. Da kommen die Dunländer. Die Dunländer, okay, dann 10 Punkte das für uns. Das sind diese bärtigen Menschen. Okay, Gegner aus Videospielen. Darth Vader ist auch mal ein Gegner in einem Videospiel. Ja, das ist schon klug. Und ist, ich meine, Darth ist zwar sein Titel, aber trotzdem zählt das zum Namen. Also, ja. Darth Vader. Ja, ist in Ordnung. Okay, okay. Ich hab da nichts, ich bin... Nichts? Ich hab da auch nichts. Was? 20 Points for Marcy? Du hast da natürlich einen Fußballverein, da hab ich nichts. Fußballverein habe ich Dynamo Dresden. Den habe ich auch. Ich hab da nichts. Also 5. Kinderzeichentrickserien habe ich DuckTales. Oh, ja, das ist klug. Ich hab Digimon. Ja, oh, das ist auch klug. Okay, ich muss mich erstmal ranhalten hier. 30, 40, 45. Das war eine schlechteste Runde. Wie viel mit der anderen zusammen. 15. Lauf. Also mit der anderen Spiefen. Okay, du bist dann mit Strich. Buchstabe. A. Es kommt X oder so eine Scheiße. Stopp. I. Ah, war also durch schon wieder? Boah, das ist echt schwer. Für mich zumindest. Aber auf Deutsch die Orte, ne? Nicht auf Englisch, oder? Ja, würde ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube, es zählt beides. Ich würde beides zählen lassen. Bei Bösewichten an Elmo denken. Der kam aus Sesamstraße, ne? Ich komm da kein anderer Name rein, außer Elmo. 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 Das ist voll dumm. Muss ich wissen, woher der Ort nochmal war? Oder reicht es, wenn ich den Namen des Ortes kenne und kann den gerade nicht zuordnen? Ich glaube, das reicht, oder? Ja, dann stopp. Denke auch. Okay. Schon wieder nur zwei Sachen.
Okay, okay. Wer fängt an? Achso, du hast Stopp gesagt, ne? Dann fängst du an. Okay, Ort? Ebenholz City. Ebenholz City ist das Pokémon auch, ne? Genau, statt der 8. Arena in der 2. Generation. Ja, du hast? Ich hab The Eyrie. Das ist aus Game of Thrones. Da kommen die... Die Irianer her? Die aus dem Vale hier. Da die hässliche, die Tante von der... die Arins. Ah, okay, aus dem grünen Tal. Ja, genau. Ich hab Emerald. Woher ist nochmal Emerald? Sagt das irgendjemand was? Nein. Emerald? Kann man das mal schnell googeln? Oder bin ich dumm? Emerald Entenhausen, sehr gut. Luke Fair. Euron habe ich auch überlegt, aber Euron ist halt nicht aus dem Videospiel. Emerald gibt's, oder? Emerald, bitte? Irgendwer? Das ist ein Pokémon-Teil. Ja, ne? Gibt's, ne? Ja, okay, gut, gut. Sehr gut. Alles klar, haben wir das. Dann 10. Dann Gegner aus... Achso, sorry. Gegner habe ich keinen. Ich auch nicht. Ist mir keiner eingefallen. Ich habe Electro aus Spider-Man. Ist ein Gegenspieler. Okay, ja. 20 Points. Aber ist das aus dem Videospiel? Gibt's auch, ja. Okay. Ich meine, wir haben ja nicht definiert, ob der Ursprung ein Videospiel sein muss. Ja, das stimmt. Fußballverein habe ich Eintracht Frankfurt. Energie Cottbus. Obwohl der richtige Name ist FC Energie Cottbus. Bei Eintracht ist auch SG Eintracht Frankfurt. Dann zählt das natürlich. Aber man sollte schon, also den Stadtnamen und davor kommt noch was, ne? Ja, es ist ja nicht bei jedem, also es ist ja nur in Deutschland eigentlich fast so, dass die so einen Beinamen haben. Also nee, oder hier, in Spanien. Ja, genau. Ja. Auch, aber. Also 10. Dann habe ich Kindersinn, habe ich Emily Erdbeer. Ich hab die ganze Zeit irgendwas mit Emma oder Emmy. Gar nicht so dumm. Habt ihr nichts? Nee, habe ich nichts. Nicht. Boah, Marci geht ab. Seine Runde. 40, 50, 60. Oh! Damit habe ich jetzt schon 105 Punkte. Boah, ich habe 35. Okay, krass. Du bist dran. Ah! Emily Erdbeer, really? Ja, ich habe eine kleine Cousine. Eddie? Okay. Hast du schon A gesagt? Achso. Muss ich Stopp sagen? Achso. Ach, Stopp, ne? Oh. Oh! Oh, nein! Oh. Oh! Oh! Oh nein! Oh! Oh! Ah! Ah! Oh! Der hieß doch so, oder? Ich glaube, der hieß so. Oh! Ich bin für einen. Fußballverein halt wirklich keine Ahnung. Was ist mit Titeln? Sowas wie Doktor, zählt das oder muss das dann, ist das als Name, Buchstabe oder ist das egal? Doktor ist einfach nur ein ist Titel, einfach ist egal, ja, ist kann egal. Man weglassen, ne? Oh ja! Hat die eine eigene Serie? Ich weiß es nicht. Fiktiver Ort. Gibt keine Serie mit O, Alter. Ich hätte eine, aber ich weiß nicht, ob die wirklich eine Serie hatten. Ich habe eine Serie, mir fehlt der Fußballverein noch. Ja. Fußballverein fehlt mir auch. Amerikaner haben auch Fußballvereine, oder? Mhm. Ja.
Schreib mir ja wegen der Stadt hin. Irgendein Staat hingeschrieben. Weißt du, wie heißt der wirklich so? Oh, ja, Fußballverein, damit hast du mich richtig geköpft. Ja, oh, ist auch gerade. Ich bin gerade überlegen, ob der Verein wirklich so heißt. Boah. Fußballvereine. Stopp. Das war schlecht, Alter. Aber ich bin mir bei zwei Sachen nicht sicher. Okay. Du fängst an, ne? Ich fang an. Fiktive Orte, ich muss mir alles aus Game of Thrones saugen. Old Town. Da, wo ne, die Maester sind und so. Ich hab nichts. Ich hab das Ornidorf. Ornidorf, yo. Wo ist denn das Ornidorf? Zelda. Das okay. Die Vogelmenschen aus Zelda. Küsse ich ein. Nicht schlecht, Alter. Gegner? Habe ich Dr. Octopus? Habe ich auch. Ich hatte erst einen Octopus stehen, musste dann so Doktor, okay, stimmt, der ist Doktor, Dingsbums. Und dann musste, als ich frage, okay. Von wem das, wie das kommt, ja. Okay, Fumpf. Ich habe auch Octopus. Fußballverein habe ich keinen. Ich habe Offenbach. Also FC Offenbach, aber das fällt jetzt weg, ne? Kickers Offenbach, ne, genau. Kickers Offenbach, ja. Also ich hätte Orlando City. Warte, heißen die Kickers Offenbach? Ja. Ja, dann zählt das ja nicht. Dann zählt das nicht. Das ist ja ein Name. Also ich habe Orlando City, bin mir aber gerade nicht sicher, ob die wirklich so heißen. Das ist... Das googelt die Regie eben. Okay, dann Serien. Habe ich Oggi und die Kakerlaken. Ich habe... Was? Das ist eine Kinderserie. Die kenne ich sogar auch. Guck, er hebt auch die Daumen. Ich habe Ottifanten, aber ich bin mir nicht sicher, ob die eine eigene Serie hatten. Ich glaube, die hatten keine Serie. Ich glaube, ich habe die einzige Serie und ich bekomme 20 Punkte. Glaubst du das, ja? Ich glaube das. Also das waren die beiden Sachen, wo ich mir nicht sicher, ob der Verein wirklich Orlando City heißt. Orlando City Soccer Club. Ja, okay, das ist dann so SC, das ist okay, würde ich sagen. Orlando City reicht dafür. Ja, aber jetzt gucken wir noch Ottifanten. Ottifanten hatten, glaube ich, keine Serie. Ja, ich glaube, die waren einfach nur gezeichnet, ne? Guck mal, Oggi ist geil. Der gibt mir auch recht. Der Gute. Zählt VfL Osnabrück? Eigentlich ja nicht, oder? Ja, ist so ein bisschen so eine Definitionsfrage. Halt wir haben halt eben FC nicht gezählt, weil das Eintracht ist ja eigentlich quasi wie GmbH und so einfach nur die ja. Einordnung. Ja, würde ich auch sagen. Also das denke ich ist okay. Dann zählt VfL Osnabrück. Okay, Brussel, nice, Hütter. Ich schau mir die dann zu Hause an. Aber das ist die Frage, was OSC heißt. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur so Sportclub, weißt du? Okay, schwer zu sagen. Ich schreibe gerade, Ottifanten gibt es auch als Serie. Gibt es auch als Serie, ah, okay. Ja, dann zählt das. Okay, gut, dann haben wir beide 10 Pünktchen. Ich habe Zero. Ich habe insgesamt 5 gemacht in dieser Runde. Diese Runde habe ich 25 gemacht. Ich bin ein richtiger krasser Runde. Achso, ja, stimmt. Dann habe ich beim Fußballverein ich dann 20, ne? Ja. Oder hast du da jetzt? Nee, ich habe keinen. Offenbach zählt ja nicht. Fußballverein werde ich niemals einen haben. Heißen die Offenbach oder Offenbach Kickers? Also Kickers Offenbach oder? Ne, Kickers Offenbach heißen die, ne? Oder heißen die Offenbach Kickers? Ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob die Kickers Offenbach heißen oder Offenbacher Kickers. Kann man das ganz schnell googeln? Kann man kurz die Kickers Offenbach googeln? Oh, eigentlich ist die Zeit auch rum. Eigentlich müssen wir jetzt, entweder wir machen noch eine Runde oder wir zählen jetzt die Punkte. Das muss der Chat entscheiden. Kickers Offenbach ist richtig. Was meint ihr, Chat? Noch einen Durchgang machen oder wollen wir zocken? Ihr könnt ja alles hier entscheiden. Wir sind eure Hampelmänner. Ja. Ihr zieht die Seile so. Wir sind so Mach noch ein Ende. Ja, Error. 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 Zocken, okay, noch eine Runde. Bislang ist es ausgeglichen. Läuft denn immer schön Musik in unseren Schreibpausen? Ich hoffe doch. Wurde das vorher abgesprochen? Ja. Ah, nice. Die hätte ich auch gerne. Eine geht noch eine Runde. Eine geht noch rein. Eine geht noch. Okay, dann machen wir eine schnelle Runde. Ja. Okay, eine ganz schnelle Runde, okay. Dieselben Kategorien, okay. Du musst stoppen, ne? Stopp. B. Oh, ich weiß sogar einen Verein! Hoffe ich. Aber das war der einzige, den ich glaube ich kenne in meinem ganzen Leben. Da ich glaube, da ich mir denken kann, welchen du hast, nämlich einen anderen. Ich auch.
musste gerade bei Kinderserien an Baywatch denken. Das ist keine Kinderserie. Ich weiß. Oh, das ist meine Runde! Stopp. Nein, das ist nicht meine Runde! Scheiße. Okay, ich fange an mit Blackwood. Wo ist das? Gibt's so oft bei Robin Hood allein gibt's Blackwood. Da gibt's kein Blackwood. Da gibt's kein Blackwood, aber es gibt Blackwood bei zum Beispiel Edge of Empires. Wirklich? Weiß ich nicht genau, aber es gibt Blackwood. Blackwood gibt's doch wirklich oft überall. Gibt's immer ein Blackwood? Es gibt nirgends ein Blackwood. Ohne Scheiß, Blackwood. Kann das kurz mal jemand googeln? Weißt du, das ist immer so Brachland und Bayern. Okay, habt ihr denn was? Habt ihr was? Ich hab nichts, nein. Nix? Okay, dann klären wir das noch. Blackwood Forest, Alter, gibt's ständig. Siehst du, Linse? Blackwood Forest, ja genau. Ja, Blackwood Forest. Aber ist der fiktiv? Ja, ich denke schon, also in vielen Geschichten. Wenn es den fiktiv. Robin Hood gibt, ist er nicht fiktiv. Nee, ja, weil der ist halt auch oft wo nicht. Und ist Robin Hood nicht Sherwood Forest? Nee, ja, nee, davon rede ich ja gar nicht. Das war ja nur. Ich will nur kurz die Robin Hood-Theorie zerreißen. Der Chat sagt, ob das stimmt, ob das gilt oder nicht. Ja, und wir machen okay. Weiter. Gegner habe ich Bowser. Ah. Oh, ich habe aber ein Beispiel noch genannt am Anfang, ne? Ich bin dumm. Ich habe nichts. Habt ihr gerade nichts? Deine Runde, yo. Fußballverein habe ich Borussia Gladbach. Ja. Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach, ja. Ja. Ah, fuck, ich dachte, du nimmst Borussia Dortmund, deswegen habe ich extra nochmal umgeschwenkt. Ich habe gedacht, dass du Bayern München hast, deswegen habe ich Bayern Alzenau genommen. Scheiße, warum nimmst du Borussia Mönchengladbach? Ist das aus der 7. Generation oder was? Aus der 5. Liga. Fuck, wegen dir habe ich nur 5 Punkte. Ja, wegen dir habe ich nur 5 Punkte. Nimm Borussia Dortmund. Warum hast du nicht später Stopp gesagt? Dortmund. Was sind deine Zeichen? Kinderserien habe ich Biene Maya. Ich habe Bibi und Tina. Und du? Ich habe erst an Baywatch gedacht. Also es war das erste, was mir eingefallen ist. Kinderserie, ja, ja. Hast du als Kind immer geguckt, ne, Baywatch? Ja, ja. Okay, Blackwood, zählt das jetzt oder nicht? Ja, das... Gilt, alles klar, gilt. 20 Gegner Punkte. Boba Fett, okay, ja. Okay. Boba Fett, sehr gut, ja. 40 Punkte, 50, 55. Beyblade wäre auch noch gut gewesen, ne? Stimmt. Beyblade, das habe ich damals gefeiert. Ja. Pokémon kenne ich nicht. Ich hab immer Pokémon. Pokémon? Okay, los, Buchstabe. Turbo-Runde. A. Stop. M. Mama. Mein Kopf ist leer. Die Runde ist furchtbar. Was mit Zahlen, Alter? Zählen Zahlen und dann fällt das aus. Zahlen? Ja. Wenn sie ausschreibt? Das schreibt man nicht aus. Nicht. Glaube ich nicht. Habe ich abgeklärt, ne? Namhaft. Das nur, weil das wird Diskussion geben gleich. Namhafte Gegner. Mit M. Ja. Ich hab doch nichts. Ah. Fußballverein, was weiß ich denn? Oh! Oh, war das ein Film oder eine Serie? Oh Mann. Namhafter Gegner, ey. Der fehlt mir auch gerade. Gibt's doch gar nicht. Da gibt's bestimmt ein Spiel von. Ich hoffe, da gibt's ein Spiel von. Kann ich das nehmen? Wahrscheinlich gibt's da kein Spiel von. Bei Orte, Alter, fallen mir 100 Stück ein gerade. Ich schreibe das jetzt auf. Na, geht, na. Oh, ich bin mir nicht sicher bei diesen zwei Sachen.
Aber ich könnte jetzt Stopp sagen. Könntest du oder sagst du? Ich sag Stopp. War es die letzte Runde schon? Nee, vorletzte, ne? Vorletzte. Also, vorletzte. Fiktive Orte Minas Tirith. Minas Tirith, der gut. Ich hab Mos Eisley oder... Ich ja. Maria, Maria City. Das ist schon wieder Pokémon. Ja. Und Scheiße. Name auf die böse Michte. Ich war mir sicher, gibt's ein Videospiel mit Michael Myers? Bestimmt. Das hab ich mir auch gedacht. Ich Woher hab, der Bösewicht ist? Magma. Also... Oh, ich hätte Mark nehmen können von Team Magma. Wie denn Magma? Team Magma. Aber ist dann Magma der namhafte Bösewicht? Das ist das Team. Also... Es ist kein namhafter Bösewicht. Also, ich meinte auch Magma, das Pokémon, das ist auch ein Gegner im Spiel. Ich weiß nicht, ob das zählt. Aber kein namhafter Gegner. Also null oder was? Ja, Magma null, ehrlich? Ja, ist ja gerade ein Team und kein namhafter Bösewicht. Siehst du, Magma ist ein Bossgegner, wegen des Arena-Leiters. Das, er hat HH geschrieben, das war nicht ernst gemeint. So. Deswegen schreibt man HH. Fußballverein? Achso, ich muss sagen, ne? Da habe ich 1860 München, weil ich abgesprochen habe, dass Zahlen nicht zählen. Ich habe. Und TSC ist ja wieder so eine Abkürzung, dass das egal ist. Moment, wer muss anfangen? Du musst anfangen. Du musst anfangen. Achso, Manchester United? Habe ich auch. Nice, okay. 20? Nee, 10. Und Zeichen gesehen, da war mir sehr Momo. Gab es da eine Serie oder war das ein Film? Keine Ahnung, Alter. Ich hab. Oh, Mega Man! Fighting Robot! Mega Man! Wir sollen das Klicken mit den Kulis lassen. Okay. Sagt die Aber ich muss jetzt klicken, gibt's um zu schreiben. Gibt's zu Momo eine Serie, liebe Community? Gibt's da eine Serie zu? Was ist denn Momo? Momo war so ein Kinderding. Man in Black Series. Ich kenn's auch, aber ich nice, bin mir nicht sicher, ob es ein Film oder eine Serie genau, ist. Genau, da war ich mir auch nicht sicher. Man merkt, dass das Luke Fairs Thema ist, Alter. Der haut da raus ohne Ende. My Little Pony. Genau. Also ich hab Momo gab es als Momo Serie? Okay. Okay, super. Ich hab auch Mega Man als Serie. Dann machen wir hier 10. Dann hab ich insgesamt 25. Ich hab erst überlegt, ob ich Manchester United oder Manchester City nehme. 45, hätte ich Daniel. City genommen. Okay, letzte Runde, ne? Du sagst Buchstabe? Nee, wir sind durch. Nee, 1, 2, 3, ich muss noch sagen. 1, 2, 3, 4. Ich habe gerade für den Stopp gesagt. A. Stopp. D. Hatten wir schon. Noch ein. A. Stopp. L. Hatten wir auch schon. Nee. Nicht hier drin, nein. Okay, eben. La 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 la. Ich brauche immer so 2 Minuten, bis ich reinkomme, so. Ich bin gerade. Was? Schon wieder heftig überfragt. Oh. Ist der so? Ich weiß es nicht. Ich kann ihn gerade nicht zuordnen. Sorry. Das mache ich immer aus Gewohnheit, dieses Klickern. Die Worte. Muss die Serie im Fernseher gelaufen sein? Oder kann es auch auf YouTube gewesen sein? Wenn es eine Kinderserie ist? Und gezeichnet ist? Ist es gezeichnet? Ich habe es als Kind gesehen. Es ist, glaube ich, kein Unterschied, ob es jetzt im Internet oder im Fernsehen läuft. Ich schreibe es erstmal auf, aber ich glaube, das wird nicht zählen. Ich überlege nochmal weiter. Thank you.
Lieber Ort. Die ganze Zeit Lindy im Kopf. Gibt's nicht irgendwas mit Lagune? Es gibt so viele Lagunen. Nicht sehr schlau, ist zu sagen. Ihr habt doch schon überall was bestimmt. Ihr schreibt zu viel. Mir fehlt nur noch die scheiß Serie. Jetzt hab ich auch noch einen Lichtenstein im Kopf, aber das gibt's. Nee. Da bin ich mir sicher. Sagst du Stopp? Nein. Ach so. Also bei dem, dass es jetzt ein namhafter Gegner ist. Wieso? Ich bin so dumm! Ich bin heftig dumm! Okay, Fußballverein. Ach Mann, Kinderzeichentrickserie. Was denn? Nichts. Fußballverein. Kinderzeichentrickserie, jetzt komm. Ich weiß nicht, ob da irgendwas vorsteht. Ich schreibe jetzt einfach was hin. Ich habe zwar überall was, aber ich bin mit manchen Antworten nicht zufrieden mit zwei Stück. Ich weiß, dass es da Streit gibt, deswegen überlege ich noch. Ich habe keine Serie. Mir fällt auch nichts ein. Lost war keine Kinderserie, ne? Auch nicht, wenn du sie als Kind gesehen hast. Baywatch bei Stefan. Aha. Ich bin echt dick geworden. Gönn dir mal mein Doppelkinn. Danke, Daniel. Okay. Wollen wir stoppen? Ja. Ja, wir sollten stoppen. Wir machen. Okay. Fiktive Orte, ich fange an, ja? Ja. Mhm. Aus Dark Souls 3, Lothric. Ich habe Lavandia. Loot Island. Loot Island! Nee, Loot Lake heißt es. Gibt's nicht auch Loot Island in einem anderen, also in einem anderen Spiel? Können wir den Chat haben und können aber die sagen... Du meinst aber Loot Lake, ne? Eigentlich ja. Meine ich ja, aber... Ja, ich weiß nicht, ob das dann trotzdem zählt. Es gibt so ein scheiß Brettspiel, heißt Loot Island, ne? Aber Error meint, Loot Island passt. Ich weiß zwar jetzt nicht, zu welchem... Okay, ja, erzählt das dann, Mann! Wenn er nicht weiß, dann kriegt er wenigstens 5 Punkte, wenn es das gibt. Du hattest vorhin auch einen. Lummerland. Oder ja, ja, stimmt, Blackwood, ne? Ja, okay, hast recht. Ja, okay. Aber nur, wenn es bestätigt wird, dass es Loot Island gibt, irgendwoher. Sonst nicht das Brettspiel nämlich, das hat sie nämlich im Kopf. Ja, das hatte ich ursprünglich. Gibt es Loot Island irgendwo? Ansonsten, ja. Okay, erstmal klär das weiter. Lavandia zählt ja, was hast du? Ja, Lothric. Ach ja, aus stimmt. Dark Souls 3. Okay, Gegner im Videospiel, wen hast du da? Ich hatte zuerst den Gegner im Videospiel, das ist ein Gegner in Dark Souls, das ist Prinz Lothric, weil er so heißt. Dann nicht überlegt, Moment, das Land heißt genauso. Deswegen habe ich als Prinz Lothric. Was war's da? Hast du überlegt? Und dann hast du einfach das trotzdem behalten, oder was? Nee, es ist Prinz Lothric, ist ein Okay, Gegner. Also gut, das ist deine Wahl, wird wahrscheinlich zählen. Ich habe, bei mir ist es Diskussionsbüro. Nee, in Fortnite ist es nämlich Loot Lake und nicht Loot Island.
Gibt es das nicht auch irgendwo? Oder heißt diese Insel im Loot Lake, Loot Island? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe Leia Organa, weil in Battlefront 2 spielst du auch gegen die. Wenn ich dir jetzt als Star Wars-Fan sagen würde, Leia Organa ist ein Bösewicht, würdest du sagen, stimmt? Gegner, wir haben definiert mit Gegner aus Videospielen. Das war unsere Definition. Stimmt. Aber ich. Aber ich es ist. Jetzt, ich bei Star Wars-Spielen nicht aus. Ich bin auch cool, wenn es nicht zählt, weil das wirklich ein bisschen. Also ich hatte erst bei namhaften Gegner hatte ich Le Chef. Da wusste ich aber nicht, ob das ein Videospielgegner ist. Hm. Und da habe ich es durchgestrichen, weil wir dann eine neue eingefunden haben, nämlich LeChuck. Ja, stimmt. Aus Monkey Island. Hm. Also Leia zählt nicht, ja? Okay, Fußballvereine. Aber warte mal, zählt denn jetzt Loot Island oder nicht? Weil ich habe jetzt hier noch keiner gesagt, gelesen, der gesagt hat, Loot Island passt, sagt Error. Okay, gut. Fußballvereine. Aber woher ist denn Loot Island? Oh. Kann ich das wissen? Ich würde es auch gern wissen. Er meinte nur, es passt. Kann das jemand googeln? Vielleicht hat er nur gesagt, es passt. Ja, das würde ich gerne verifiziert haben. Okay, das die nächste Kategorie Fußballvereine. Ich habe einfach nur Liverpool, steht da nochmal was vor? Ja, FC Liverpool. Das ist ärgerlich. Nee, ist also ach so. Liverpool zählt. FC wird es. Liverpool FC, ja, so oder so haben wir eben gesagt, FC zählt nicht. Wundervoll. Also, was hast du? Auch? Ich habe auch Liverpool. Okay. Ich hab noch Liechtenstein, die Nationalmannschaft, ist auch ein Verein. Dann hatte ich noch Leverkusen, das ist ja Bayer Leverkusen, aber das ist ja der Sponsor, der ist irgendwie bezahlt, also ist die Frage. Aber da habe ich dann auch nicht. So. Und deswegen, also Kinderzählen. Ich habe, da wie gesagt, ich habe da nicht halt Stopp gesagt, weil ich da unsicher war. Lamas mit Hüten. Diese Webserie. Aber ist das... Das ist doch keine Kinderserie, Alter. Ich hab die als Kind geguckt. Der isst Hände und tötet Menschen. Aber ich habe das vielleicht nicht deswegen so geworden, wie ich bin. Digi, nein, auf keinen. Looney Tunes. Oh Mann. Looney Tunes ist gut. Twit, ja. Hast du? Nee, habe ich, lese ich gerade. Ich habe Lilifee. Aber das ist Prinzessin Lilifee. Ist Prinzessin Lilifee? Da bin ich ganz genau. Du kennst sie aus. Ich glaube schon. Ja, aber Prinz Dings zählt, oder was? Ja, der Boss heißt Prinz Lothric. Ja, aber wir haben aber L und nicht P. Ach so. Aber der Boss heißt ja Lothric, der Charakter. Würde Prinz Lilifee theoretisch auch reichen. Ja, wahrscheinlich schon. Zählt es Prinz Lilifee oder nicht? Assassin. Ich meine, in dem Fall ist. Okay, Prinz ist hier nur ein Titel so. Prinzessin gehört da zum. Also Loot Island zählt jetzt auch, oder? Ja, zählt. Lilifee zählt, okay. Okay. Hat ihr was bei Kinderserien? Nee. Lamas mit Hüten zählt ja nicht. Ja. Kein, Alter. Okay, aber zählt denn jetzt dann, bei dir zählt Loot alle, ne? So, dann habe ich jetzt. Also, gewonnen 10, hast du eh. 30, 35. Ich habe mich zumindest gesteigert schon mal. Okay, ich habe 225 Punkte. 225 ja, ist Punkte. In Ordnung. Wir sollten einfach abmoderieren. Scheiße, ey. 130. Ja, also, was soll ich sagen, ne? Ist eine gute Rolle gewesen. Eine gute Rolle gewesen, ich hab Papier da. Sehr gut. Ja, danke. Ich muss das erstmal selber googeln, wo Loot Island herkommt. Nein, hast du sehr gut gemacht, Marci. Ich bin stolz. Ich könnte stolzer nicht sein. Könntest du nicht? Nee. Malst du mir heute noch ein Bild? Wie ein Bild malen? Einfach so, weil du stolz bist. Einfach ein Bild malen. Mich als Porträt. Mit Fingerfarben. Auf seinen Körper. Okay, mal später, werden wir dann das Gameplay gleich gucken. Apropos Gameplay, wie sieht denn das erst da aus? Erstmal müssen wir Schüsse an. Ach, auch noch. So läuft das nämlich in dem Format. Noch wieder, vielen Dank fürs Zuschauen. So, Daniel. Ich habe das mit dem Format noch nicht ganz verstanden. Tschüss. Tschüss, übrigens.